2014, so geht's wieder los. Yamaha SR 500, hier steht sie, wird umgebaut. Caveresa-Style ist klar, ne? Gucken wir sie mal an, so von rechts und links. So, die ersten Handgriffe. Kommt erstmal der Lenker ab. So, geht schon gut los. Da wollen wir mal gucken, wie es so weitergeht, ne? Nein, der Elektrik sieht auch lustig aus. Hier ist nochmal Kabel abgepetzt. Okay. So, wir haben jetzt kurz vor zwei. Die Scheiße ist jetzt erstmal ab hier. Auch nicht mehr so schön, die Gabelbrücke. Aber ich habe hier ein Problem. Ich kann an dem Motorrad nicht einfach so frei walten, wie ich will. Ich habe Vorgaben vom Kunde. Na gut, machen wir halt das Beste draus. So, jetzt haben wir den Tank abgenommen bei dem schönen Motorrad. Und jetzt werden wir den Vergaser ausbauen und neue Ansaugschlüsse reinbauen. So. Lampe ist dran. Lampe halt auch. Und der Lenker. Und der Tacho. Na, sieht ja schon mal gut aus. So, der Caveresa-Umbau SR 500 ist auch soweit klar. Heute Morgen haben wir Schluss weggekriegt, das kurze. Lenker, Spiegel, Lampe, Tacho, alles neu, alles anders gestylt. Der Auspuff war schon drauf. Und jetzt will ich den Kunde nur noch überreden, damit er hinter das hässliche Schutzblech runterkommt, weil das gefällt mir nämlich immer gar nicht. Wenn er da noch mitmacht, dann gibt auch das ein schönes Motorrad hier. So, mein Freund, SR klingt. Da würde ich sagen, mach erstmal eine Testfahrt. So, und damit ist wieder einer auf die Reise gegangen. Last night I told the gang about the teen hopper rock. Over at the schoolhouse, so just around the block. They got all excited and they started to bop. I told them let's go down to the teen hopper rock. We got it.